Tag, meine Damen und Herren. Heute wollte ich Ihnen die Puppe des Totenkopfschwärmers Acherontia atropos, eines der größten Schmetterlinge Europas mit Flügelspannweiten bis zu 14 cm vorstellen. Hier habe ich eine 10 Gramm schwere Puppe eines weiblichen Totenkopfschwärmers. Sie hat eine Länge von 7 cm. Der Falter kommt von Nordafrika über die Alpen nach Deutschland geflogen. Nach Mitteleuropa ist also sozusagen ein Wanderfalter, der hier nicht heimisch ist. Imposant die Totenkopfzeichen auf dem Rücken des Schmetterlings, die ihm den Namen auch gab. Meine Puppe wird jetzt 4 bis 5 Wochen ruhen, bevor sie schlüpft. Schwärmerpuppen verpuppen sich unter der Erde in einer Erdhöhle. Diese hier war etwa Hühnerei groß und diese Puppe hat eine Länge von 7 cm, dürfte ein weiblicher Falter ergeben, die zwischen 7 und 12 Gramm schwer werden können.